Hallo. Da bist du ja endlich. Es tut mir leid. Ich habe mich beeilt. Kein Problem. Gut, dass du es geschafft hast. Die Vorlesung beginnt gleich. Richtig. Wir haben noch 10 Minuten. Ja, komm. Lass uns ins Gebäude gehen. Einverstanden. Ich freue mich auf Mathe. Frau Schmidt ist eine sehr gute Professorin. Ich finde sie sehr intelligent. Ja, sie macht wirklich gute Arbeit. Hallo Marcel. Oh, hallo Sarah. Wie geht es dir? Gut. Und dir? Auch gut, danke. Wollen wir gleich zusammen essen gehen? Sehr gerne. Ich habe jetzt eine Vorlesung. Danach können wir uns in der Cafeteria treffen. Okay, ich freue mich schon. Ich mich auch. Bis später. Bis dann. Magst du Sarah? Ja, ich habe es ihr aber noch nicht gesagt. Das solltest du aber tun. Du hast recht. Ich werde es ihr bald sagen. Komm, lass uns zur Vorlesung gehen. Da ist der Hörsaal. Wir haben gute Plätze. Von hier können wir die Tafel sehen. Da kommt Frau Schmidt. Guten Morgen. Ich freue mich, dass so viele von Ihnen da sind. Haben Sie eine Frage? Ja. Ich hatte Probleme mit der Hausaufgabe. Das ist in Ordnung. Ich werde die Aufgabe vorrechnen. Bitte schreiben Sie mit. Hat sich Ihre Frage geklärt? Ja, vielen Dank, Frau Schmidt. Sehr gut. Bitte üben Sie das zu Hause. Sie dürfen gehen. Die Vorlesung war toll. Ich habe die Aufgabe jetzt verstanden. Ja, es hat Spaß gemacht. So, ich muss jetzt zu Sarah. Sie wartet bestimmt schon in der Cafeteria. Ich will sie fragen, ob sie sich mit mir verabredet. Viel Glück dabei. Hoffentlich sagt sie ja. Das hoffe ich auch. Bis dann, Jungs. Bis dann. Ich bin hier, Marcel. Da bist du ja. Danke, dass du auf mich gewartet hast. Das habe ich gerne gemacht. Ich habe echt Hunger. Ich auch. Lass uns essen. Das Steak sieht sehr lecker aus. Ja, es sieht köstlich aus. Sarah, ich muss dich etwas fragen. Was denn? Willst du mal mit mir ausgehen? Willst du ein Date mit mir? Ja, also, wenn du willst. Das können wir gerne machen. Wirklich?
Ja, das würde mir gefallen. Klasse, das freut mich. Wir könnten ins Kino gehen. Danach könnten wir etwas trinken gehen. Das hört sich gut an. Ich habe ja deine Nummer. Ja, du kannst mir eine Nachricht schicken. Okay, ich schreibe dir dann später. Lass uns essen, sonst wird es kalt. Ich habe jetzt noch eine Vorlesung. Danach fahre ich nach Hause. Wir können zusammen zurückfahren. Ja, natürlich. Das können wir gerne machen. Wir treffen uns dann um 13 Uhr draußen, okay? Okay, ich werde da sein. Ich muss jetzt zur Bibliothek. Bis dann. Alles klar, ich muss zur Vorlesung gehen. Bis später. Und viel Spaß in der Bibliothek. Danke. Gut, es gibt noch Platz für mich. Wie lief es mit ihr? Gut, wir haben ein Date. Und wir fahren gleich zusammen nach Hause. Glückwunsch. Das freut mich für dich. Danke. Ich war etwas aufgeregt. Das ist normal. Gut, dass du es geschafft hast. Ja, ich bin froh, dass ich Sie gefragt habe. Da kommt Frau Meier. Ich muss jetzt zu Sarah gehen. Bis morgen. Mach es gut. Da bin ich wieder. Hallo Marcel. Danke, dass du gewartet hast. Du fährst auch mit dem Zug, oder? Ja, richtig. Okay, komm, lass uns gehen. Der Zug kommt gleich. Wie war dein Tag heute? Gut. Ich hatte 3 Vorlesungen. Ich hatte nur 2 Vorlesungen heute. Da ist die U-Bahn-Station. Der Zug kommt in 5 Minuten. Den sollten wir noch bekommen. Ja, komm, lass uns weitergehen. Wir sind gleich da. Was wirst du machen, wenn du zu Hause bist? Ich werde etwas kochen und dann Hausaufgaben machen. Und was machst du gleich? Das hört sich gut an. Ich werde gleich zum Sport gehen. Welchen Sport machst du denn? Ich gehe ins Fitnessstudio. Das finde ich gut. Wir können ja mal zusammen dahin. Das ist eine gute Idee. Das können wir gerne machen. Da kommt der Zug. Wie viele Stationen musst du fahren? Nur 4. Und was ist mit dir? Ich muss nur 3 Stationen fahren.
Morgen fahre ich mit dem Fahrrad zur Universität. Du bist sehr sportlich. Ich freue mich schon auf unsere Verabredung. Ich mich auch. Das wird sicher toll. Bestimmt. Ich hole dich dann ab. Alles klar. Ich muss hier raus. Okay, wir sehen uns. Ja, auf Wiedersehen. Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine neuen Videos verpasst.